So, grüß Gott, hallo und ja, meine Freunde, wir machen heute eine neue Aufnahme. Los geht's auch gleich. Ich hoffe, es funktioniert. Ja, wie ihr seht, Gold Rush. Buddeln, bis die Finger bluten. Machen neues Spiel. Normal. Drucksystem an. Okay. Dann geht's los. Wir buddeln und buddeln. Und buddeln. Das Mikrofon steht absolut scheiße. So ist besser. Also, ne? Wir haben jetzt, nein, ich brauche keine Hilfe, danke. Und tschüss. So, dann machen wir noch mal grundlegende Einstellungen. Und zwar aktiviert, Maschinenausfälle deaktiviert. Und zwar habe ich anwenden. Druck. Spielen. So. Und zwar habe ich das Problem gehabt. Ich habe das Auto hingestellt. Ich habe angefangen zu Dings. Reifen kaputt. Batterie kaputt. Und der Ölfilter kaputt. Da habe ich mir gedacht, nee, ich fange noch mal von vorne an. Weil die wollen hier spielen und nicht ständig irgendwelchen kaputten Klamotten hinterherjagen. So. Machen wir jetzt einmal erstmal Geld holen. Na, mit dem Laden haben die immer noch nicht so hingekriegt. Wenn die Landschaft nachgeladen wird, dass man. Am Anfang müssen wir klein anfangen. Das heißt. Oh, volle Pulle. Ich weiß nicht, kommen wir mit 1000 Dollar hin? Wäre natürlich gut. Sonst muss ich mir 2000 leihen. Erstmal müssen wir vor die Laterne rennen. So, das haben wir geschafft. Und jetzt rennen wir vor die Tür. Okay, wir werden die Parzelle pachten, weil Geld habe ich dafür sowieso nicht. Gut, Kredite. Das wird teuer, das wird teuer. Ist egal. Was soll's? Macht das Auto denn für komische Sachen hier? Bleib stehen, du Kröte. Licht aus, Motor aus, so aussteigen. Okay, einkaufen. Haben müssen wir sowieso. Okay, einmal einen kleinen Schlauch, einen dicken Schlauch, Wasserpumpe. Wir können auch alles mit der Eimer machen. Den. Den.
Den. Davon 4 Stück. So, brauchen wir Strom im Moment noch nicht. Wir brauchen Eimer. Mindestens 2 Stück. Und mal 2 Kanister mitnehmen. Und ein Wasserfilter, ne? Ja, genau, ein Wasserfilter brauchen wir. So. Da hier von diesen Filtern. So, dann ab zur Kasse. Guten Tag. Ich hätte mal eine kleine Bestellung. Genau, das ist es. Gut, dann wollen wir mal aufladen. Erstmal den Kram hier. Ich hoffe, dass wir. Ja, ich habe schon gespielt. Also die Matten brauchen wir für die Rinnen. Jeder, der das Spiel hat, wird wissen, dass es so ist. Na komm. Dann bleibt halt liegen. So. Zack. Und Schuss. So. Dann die Rennen. Weiß zwar noch nicht, wie ich das alles nach Hause kriege. Licht. So. Achso, die Spritkanister. Ja. 1700, oder haben wir noch? Erstmal zur Tankstelle, ne? Spritkanister voll machen. Halt! Diesel. Mein Gott, nee. Komm raus, du. Er tankt in Amerika. Jetzt mich verarschen. Echt jetzt?
So, Freunde. Ich hoffe, ich habe an alles gedacht. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich den ganzen Scheiß zurückzahlen soll. So, das war doch hier irgendwo, ne? Hier müssen wir rein, hier runter. Hier an der Fabrik vorbei. Ah, ne, hier. Und dann hier rüber. Okay. So, Bremse losmachen. Ja, jetzt sind so Hinweise versteckt. Da muss ich auch erstmal gucken, was es ist. Und zwar, wie ihr seht, Schnee. Es hat heute Nacht geschneit. Gefroren, Schnee. Ja, wir haben jetzt Schnee drin, das heißt, wir haben quasi ein Wetter. So, wir haben noch 10 Tage bis Sommer. Also bis Sommerbeginn. Passt das? Ja. Und wenn der Sommer um ist, dann kommt der Winter und dann müssen wir gucken, dass wir den ganzen Kram hier wieder wegpacken. Und zwar haben wir hier die Halle dafür. Bleibt mal stehen. Das war um. Hinten sind Regale drin. Und all so ein Kram. Das heißt, wir können jetzt hier quasi Modo. Ach, jetzt. Das Schlimme ist, den Weg zu finden, ne? Ja, kaltes Wasser. Ich hasse kaltes Wasser. So. Machen wir ein bisschen schneller hier. Zack. Und der nächste. Kommt der Bottich hier. Hallo, gehst du weg? Zackig. Gut. Jetzt brauchen wir die Pumpe. Nehmen wir die Pumpe. Nein, die Pumpe. Du sollst nicht den Schlauch da anschließen, du Blödkopf. Pumpe. Die wollen uns nur ärgern. Wir stellen dich mal hier hin. So. Fein. Tschüss. Dich nehmen wir schon mal mit. Ich habe einen Schlauch. So. Das andere Ende nehmen wir hier mit rüber. Hopp. Oh, einmal rum. Jetzt schließen wir mal da an. Sehr gut. Achso.
So. Aber den legen wir jetzt hier hin. Weil wir wollen ja nicht das dreckige Wasser. War jetzt nicht so clever, aber naja, egal. Besser wie nicht. So, einen Eimer nehmen wir mal mit. Die Dinger brauchen wir. Eins. Hey. Ja, die Matten sind so schwer, kann man natürlich eine auch einmal nur tragen. Deshalb muss man ja auch immer hin und her rennen. Du mich auch. Geh da rein, du. Nee, dann eben nicht. So. Das war schon ganz gut. Den bringen wir mal nach drinnen. Hoppala. Mit der schön im kalten, warm steht. Ah, diese Bank. Ja, top. Geht auch nicht. Dich nehmen wir mit. Würde ich sagen, da muss noch ein bisschen Sprit rein. Uing, uing. Okay. Ja, easy going. Auf geht's. Schippe in der Hand. Tief stechen, weit schmeißen. Bin ich ja gewohnt. Wir waren ja 30 Jahre auf Zeche. Also was mit den Knöpfen klarkommen. Ich stehe zu nah. Was für eine Frage. Möchten Sie den Nugget behalten? Nein, den möchte ich wegschmeißen, weil ich will keine Nuggets. Der Schlauch liegt aber sehr dumm da. Ich hoffe, das stört nicht im Endeffekt. Aber sieht lustig aus. Na gut. Soll ich nicht gerade vorkommen? Oh, schön. Das gefällt mir gar nicht. Mann, ey.
Oh, gefällt mir doch besser. Dass das alles so in die Mitte rutscht, gefällt mir genauso wenig. Einstellen lässt sich das ja nicht. Leider. Oh, Ende. Schippe raus. Auf geht's. Irgendwie fehlt jetzt hier so ein Militärsong oder ihr wisst, was ich meine. Ich komme noch nicht auf den Namen. Oh, ein wieder Nugget gefunden. Schön. Nehme ich doch gerne. Ja. Komm, andermal Bett. Dann machen wir einmal die Matten voll. Ja. Dann gucken wir mal, was wir dabei rauskriegen. Mit dem. Na, ich sag mal, mit dem Waschen, das ist auch noch eine Sache für sich. Man könnte auch die Pumpe laufen lassen. Aber warum Strom verbrauchen, hätte ich bald gesagt. Warum unnötig Diesel verbrauchen? Wo wir es gar nicht brauchen, ne? Okay. Es geht ja schnell. Eigentlich, oder? Ja. So. Ich habe vorhin angefangen, hatte ich nur 1000 Dollar genommen, habe dann aber quasi genauso, aber eine Rinne weniger, zwei Matten weniger und habe auch relativ gut was zusammengekriegt. Siebzehn, 18 Unzen. Ja gut, ein paar gute gefunden. Schippe. Na. Ich meine, wir haben es ja. Sand meine ich. Wir haben ja Sand genug hier. Bloß anfangen zu buddeln. Schippe noch? Nein, noch geht noch eine. Jetzt ist voll. Ich hoffe, die ganze Sache funktioniert auch so. Na, vielleicht tue ich später mal mein Dings hier aufhängen. Meine Decke. Entschuldigt. Und dann haben wir auch den Hintergrund weg. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich rutsche. Sag ich doch.
Sehen wir dann aus. 52%, naja, geht doch. Das ist auch eine Arbeit für einen, der Vater und Mutter erschlagen hat. Aber was tut man eigentlich für ein bisschen Geld, hä? Sag doch mal ganz ehrlich. Bin mal gespannt, wie viel wir. Hier so weggebuddelt kriegen. Ich könnte hier noch 8 Macken dran machen. Oder 4 Macken. Haben wir denn 62? Also können wir noch. Kann man auch gleich 2 Eimer voll machen. Oder? Nö. Guck mal, ich habe schon fast 6 Unzen. Das ist relativ viel, ne? Ganz ehrlich zu sein. Na? Das haben die Hoffmann jetzt nicht in der ganzen Saison gehabt. In Australien. Nein, wo waren die da? Am. Nein, Südamerika, Entschuldigung. So. Noch 2 Mal und dann können wir mal ein bisschen waschen gehen, oder? Würde ich sagen. Nein, keine Pause. Ja, schon Ende. Das sieht doch gut aus. Gefällt mir. So macht das Arbeiten Spaß. Aufpassen, dass man nicht ans Schwitzen kommt, ne? Na, die Ladung und noch eine. Und dann könnten wir genug haben. Denke ich mal.
Also ich denke mal mit der Pumpe, man könnte auch ohne Pumpe arbeiten, das heißt immer mit einem Eimer Wasser nachkippen. Genauso den Sand mit einem Eimer reinfüllen. Aber so, ich denke, danach ist erstmal gut, dann wasche ich mal die aus. %, okay. Ich gucke immer Leute zu, die gehen mit so einer kleinen Waschrinne. Huch. Na, am Rhein. Und gehen am Rhein Gold waschen. Hobbymäßig. Die machen es ja hier, um Millionäre zu werden. Na, guck mal. Du, dem ich ja einmal. Ja. Hoppala. Na komm, ein bisschen schneller laufen. So. Willkommen in meiner bescheidenen Hütte. Also, Wasser brauchen wir. Ja. Okay. Ist das schon schwer. Boah. Guck mal, es schwappt noch nicht mal. Hä? Ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin so gut. Okay. Dann stelle mal ich da ein. Wie gesagt, die gehen immer am Reinwaschen. Irgendwie war das doch so, ne? Wow. Jetzt habe ich ein Problem. Wie ich mich kenne. Und die zwei Steine noch raus. So. Wow. Schon eine Menge, muss ich sagen. Das ging vorhin besser.
genau die richtige Stelle haben, ne? Dann klappt das. Geht doch eigentlich, oder? Noch heute mal drin. Okay, dann noch mal. Nein. Komm jetzt mit, du Eimer.
Der dürfte lernen, oder? Ja. Dann nehmen wir mit. Uhr. Machen wir noch eine Runde? Oder geben dem mal das Gold und bringen es weg. Ich würde sagen, für den ersten Tag. Ja, ne? Komm, wir fahren in der Stadt. Also, Moment. Gold eingeschmolzen kriegen. 9,7 Unzen. Ja, bin ich mal gespannt. Hoch. Gerade eben durchgepasst, ne? Ja. So. Jetzt kommen wir den Berg nicht hoch. Ui. Ui. Oh, um die Ecke. Ja, holla, holla. Ah, ist noch, der Boden scheint noch ein bisschen gefroren zu sein, ne? Wie das aussieht. Boah, mit dieser Ruckelei immer. Bin mal gespannt, wenn wir so viel Geld zusammen haben, dass wir mal einen Bagger kaufen können oder so. Und eine Rinne und ihr wisst schon, was ich meine. Eine große Trommel. Halt, da müssen wir lang, ne? Vor den Zaun. Ja, genau. Boah. Ja, das hat mit dem Laden hat mich schon früher geärgert. Stoppschild. Schwupp, die Polizei hat's nicht gesehen. Ich will Spaß. So, hier rum um die Ecke. Ah. Nein, Motor aus. Hinweis. Da ist doch was. Okay. So, mein Freund. 970 Dollar. Wenn ich den so verkaufe, Gesamtkosten 4.700. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Wenn ich jetzt einschmelzen lasse. Tja, Problem ist, wir warten. Das ist benutzen. Achso. Ach ja. Magnetist? Irgendwas haben wir nicht. Ein Motorrad. Jetzt wollen wir so Dinger brauchen, ne?
Schätzchen. Oh, schade drum. Was haben wir noch? 1 Million? Komm. Muss doch jetzt hier momentärlich sein. Bist du? Lass mal Gold machen. Was ist, wenn wir den verkaufen? Fahren wir mal zur Bank, gucken wir mal. Aber 4.700 wollte er haben. Bin gespannt, was die Bank sagt. Zehntausendsiebenhundert. Hä? Ihr seht aber, ich habe was, was du nicht hast. Siebentausenddreihundert. Das heißt, wir können uns einen Rütteltisch kaufen. Dann brauchen wir noch Strom für den Rütteltisch. Dicken Kabel, dünnen Kabel. Nehmen wir 2 Stück. Ja. So, wir haben auch noch Geld über. Mal ausprobieren, ob es funktioniert. Oh, doch noch was. Wasser. Wasserverteiler. Das ist Stromverteiler. Wo haben wir das Ding denn? Ach, da unten. Wasserverteiler. Dann brauche ich auch noch mindestens einen Schlauch. Davon. Und einen Schlauch davon. Brauchen wir einen Stromverteiler? Nee, ne? Nein. So, wir haben noch 2.200. Hat sich ja gelohnt.
Soll ich die Wasserpumpe mitnehmen? Ich habe doch eine Wasserpumpe. Das war ärgerlich. So, ja, sieht gut aus. Okay, würde ich sagen, das war's erstmal. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder.